Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von 3dproto.de. Heute würde ich euch gerne mal dieses Arduino-basierte Binär-Uhr-Shield vorstellen, wie es aufgebaut ist und wie es funktioniert. Auf Knopfdruck kann hier die Zeit, das Datum und der Batteriestatus angezeigt werden. Und wie ist das Ganze im Detail aufgebaut? Von oben sieht man nur das Arduino-Shield zur Darstellung von Zeit und Datum. Die beiden Platinen sind über Stiftleisten miteinander verbunden, das bedeutet, man kann sie einfach wieder abstecken. Auf der Unterseite haben wir den Arduino Mini Pro. Dieser beherbergt den Atmel Mega 168 Prozessor und 8 MHz Quarz. Um den Mini Pro auf Stromverbrauch zu optimieren, habe ich diesen Linearregler hier ausgebaut und ebenfalls die beiden LEDs, die sich auf dieser Platine befunden haben. Danach muss man eigentlich nur noch diese Stiftleisten außen an der Platine anbringen und hätte den Arduino Mini Pro somit auf diesen Einsatz vorbereitet. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum ich mich unbedingt für die 168 Variante dieses Mini Pro Shields entschieden habe, zeige ich euch jetzt mal die Version 328. Und da sieht man halt den Unterschied, dass die I²C Schnittstelle mitten in der Platine herausgeführt ist, während beim 168er Platine das Ganze außen am Rand aufgeführt ist. Das bedeutet, die Analogausgänge A4 und A5 für die I²C Schnittstelle sind außen auf der Platine. Das kommt natürlich meinem Shield zugute, weil ich dann die ganzen Stiftleisten außen nur aufbringen müsste. Aber wozu brauchen wir eigentlich die I²C-Schnittstelle? Die I²C-Schnittstelle ist in diesem Projekt dafür verwendet, den Realtime-Clock in der Mitte dieser Platine anzusteuern. Leider hat der Atmel Mega 168 keinen Realtime-Clock, deswegen musste ich hier auf einen externen Realtime-Clock zurückgreifen. Und was man hier auch noch sieht, ist, dass ich direkt den Uhrenquarz mit eingebaut habe. Auf der Oberseite der Platine sieht man dann die einzelnen LEDs für Datum und Uhrzeit mit jeweils einem Vorwiderstand und zwei zusätzliche LEDs, zum einen die LED PM und zum anderen die LED DAT für die Datumsanzeige und zur Anzeige, ob es vor- oder nachmittags ist. Die unteren LEDs zeigen Minute oder Tag an und die oberen LEDs Stunde oder Monat. Auf der unteren Seite befindet sich ein Knopfzellenhalter für die Batterie. Ich verwende für dieses Projekt eine Lithium-Ionen-Rechargeable Batterie in der Größe 1220, die ich dann immer wieder laden kann, wenn die Batterie aufgebraucht ist. Grundsätzlich ist diese Binäruhr sehr sparsam, wenn es um den Stromverbrauch geht. Sie verbraucht im Sleep-Mode unter 4 Mikroampere. Und auf der Oberseite sind sehr stromsparende LEDs verbaut. Sie verbrauchen jeweils nur 1 mA. Und so kann man die Uhr einstellen. Durch längeres Drücken auf den Knopf kommt man in den Einstellmodus. Jetzt wird durch schnelles Drücken die Minute oder auch die Stunde inkrementiert und durch ein langes Drücken kann man das Ergebnis dann auch wieder speichern. Ist das Ergebnis gespeichert, kann man auch das Datum einstellen. Hierbei drückt man einmal weiter in den Datumsmodus und kann durch langes Drücken wieder die Datumsanzeige ändern. Den Datumsmodus erkennt man daran, dass die DAT-LED an ist. Jetzt kann man durch einzelnes schnelles Drücken jeweils den Tag oder auch den Monat einstellen und durch langes Drücken dann auch wieder abspeichern. Somit hätten wir jetzt die Zeit und auch das Datum eingestellt in der Binäruhr mit dem Binäruhr-Shield. Und so sieht das Binäruhr-Shield mit dem Arduino Mini Pro auf dem Armband aus. Mit einem Knopfdruck gelangt man in die Zeitanzeige und dann mit einem weiteren Knopfdruck in die Datumsanzeige und die Batteriestatusanzeige. Vielen Dank fürs Zuschauen. Viele weitere spannende Projekte finden Sie auf www.3d-proto.de.